ziemlich fischizent. Stimmt's, Sichlor? Ja, yeah, Boss. Hey, du liebst doch meine Wortspiele. Was ist los? Ach, Boss. Ich frage mich, gibt es keinen besseren Weg, anstatt dass Menschen Pokémon kämpfen lassen? Wäre es nicht schön, wenn wir alle in Harmonie leben? Zusammen. Bring mir das legendäre Zeit-Pokémon Dialga. Du weißt, der buchstäbliche Gott der Zeit. Aber sicher, du hast ungefähr 8 davon. Hier die Shiny-Variante. Wo sind wir, Boss? Wo alles begann. Ich werde mein psychisches Katzenbaby besiegt, dein psychisches Pflanzenbaby. Ah, mein psychisches Baby ist das Beste. Lass sie uns kämpfen. Verdammt, das könnte ein richtiger Sport werden. Wir könnten unsere ganze Gesellschaft darauf aufbauen. Sichlor, benutzt der Schneider. Also, können jetzt Menschen und Pokémon in Harmonie leben? Jetzt, wo wir die Erfinder der Pokémon-Kämpfe getötet haben? Nun, warum schneiden wir uns nicht den Weg zurück in die Gegenwart frei und finden es heraus? Schneiden. Der war gut, Boss. Da ist ja mein Junge. Aber ja, wir haben 2 Kids gekillt. Verschwinden wir. Haha, yeah. Potrot hat jetzt die Kontrolle. Ein ganzer Planet voller Potrons. Keine Primaten hier. Nein, nein, nur ich. Alles Potrot. Gute, alte, zuverlässige Potrot. Potrotten sich hier zusammen. Es ist Potrot-Zeit. Und es ist Potrot Uhr 30. Ich hab hier alles im Griff. Nicht das beste Ergebnis. Wir müssen wieder zurück und das rückgängig machen. Hier kommt der Potrot-Zug. Pot. Mach es wie Potrot. Oh yeah. Haha. Potrot.